So, Freunde der leichten Unterhaltung sind zurück mit Black Ops 2. Und ja, einfach weiter geht's. So, folgen. Warum kommt der nicht mit? Folgt er mir jetzt oder? 25 ist oben. Erster Stock, Ostflügel. Rennen wir mal den hinterher. Der hat aber auch einen hässlichen Gang drauf zum Laufen. Eine Tote. Mir nach. Kann man sich denn hier hinhocken? Geht das nicht? Könnte man sie nicht auch noch irgendwie hinlegen? Egal. Bereit, Watch. Tun wir's. Na los. WTF, kommst du denn her? Festsetzen. Geben Sie mir einen Grund, Ihren Kopf wegzupusten. Dafür bin ich. Was tun Sie da? Ihren Ruf besiegeln. Das war nicht abgemacht. Rufen Sie Ihren Boss an. Alter, ist der hässlich. Ja, guck mal nicht so. Los auf den Stuhl da. Hudson, Mason hier. Schieß los, Mason. Dann falscher Profit. Bereit zum Extrahieren. Negativ. Bereithalten für neue Mission. Zielfalscher Profit hat Informationen über ein Nexus-Prioritätsziel. Begleitet die wertvolle Fracht zu einem Gefangenenaustausch. Mehr in Kürze. Warum haben die eigentlich... Fracht im Arsch. Nexus-Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht, aber bringen wir es zu Ende. Wir vergeuden zu viel Zeit. Die Mission war zur Entführung. Dann sagt der verdammte Hudson über Funk, dieser Norjäger ist nicht die Mission. Er ist nur ein Pfand. Ein Gefangenenaustausch. Und ich, Vollidiot, hätte es wissen müssen, genau zu dieser Zeit. Ich, was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Was zum Teufel? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Scheiß Hatz. Hätte ihn killen sollen in Vietnam. Ja. Hätte er wohl tun sollen. Bastarde behandeln Zivilisten genauso schlecht wie in Nicaragua. Ihr Verstand ist durch Drogen weggeknallt. Oh ne, ist das wieder so eine hässliche Beschützungs... Was war denn das? Das Feuern auf Kameraden wird nicht toleriert? Hast du die wertvolle Fracht noch? Positiv. Begib dich zum Armeekontrollpunkt hinter den Slums. Du wirst zum Nexus-Gefangenenaustausch geleitet. Okay. Die Slums sind Kriegsgebiet. Ich muss in der Lage sein, mich zu schützen. Hm? Geben Sie mir eine Waffe. Gib ihm, was er will, Mason. Das ist ein Befehl. Hab's stinkt Ende. Wohl. Da krieg ich keine Waffen. Verdammt. Was machen Sie da? Sie wollten eine Waffe. Von Munition war nie die Rede. Es ist besser für uns alle, wenn sie niemand erkennt. Jetzt. Los!
Woods, geh vor. Ich achte auf Noriega. Was sind das für Geräusche? US-Truppen dringen in die Stadt ein. Die Invasion ist im Gange. Wir gehen nach Norden. Auf Verbündete und Zivilisten achten. Hier ist überall Infanterie. In Deckung bleiben. Auf dem Balkon. Rechte Seite. Fahren die einen eigenen Weg. Es macht nichts, wenn wir getrennt werden. Wir haben ein Geschütz auf dem Balkon. Ich kümmere mich um neue Jäger. Auf mein Zeichen. Oder meine Seite, ja. Warte, wie lange der braucht zum Nachladen? Guck auf nach oben, Woods! Sie sind in erhöhter Position! Dächer und Fenster! In Deckung bleiben! Der Krauch hier über die Stachel getragen. Alter. Ihr Schlumpen, Alter. Alter Falter. Schießen. Keine Bewegung, du Stück Scheiße. Die schießen einmal. Alter, da hat mich aber dick was getroffen. Scheiße, die Seite ist nicht besser. Dadurch nicht nachlassen. Kopf unten lassen und immer weiter. Wohin? Wohin? Im Norden ist eine Kirche. Ihr Kontrollpunkt müsste gleich dahinter sein. Dich habe ich gesehen. Alter, warum stirbt der da oben nicht? Dich habe ich gesehen. Habe ich nicht sowas wie schnelleres Nachladen drauf gemacht? Brauche aber ewig hier, Junge. Alter. Tenemos un hombre caído. Cool, du hattest noch was Dickes hier gehabt. Ja, genau. Einmal umdrehen und ich kriege hier dick ihn auf die Fresse, oder was? Oh. Oh Scheiße, jetzt weiß ich, was das ist. Da war ein Sniper da oben. Oder da ist einer. Wo ist er hin?
ich hier rein? Nee, natürlich nicht. Vorstoß! Starb er wie ein Soldat? Erzähl mir bloß nicht, der fette Volltrottel hat abgedrückt. Sag mir das bloß nicht. So ist das nicht gelaufen, Kleiner. Der Jäger war eine Marionette. Wie wir alle. Call of Duty. Hier herrscht das Chaos. Ach, vor dem Angriff. Warum hab ich denn auf immer... Alter, ich hab doch erst nachgefüllt. Hudson hier, Mensch. Wir sind fast beim Kontrollpunkt. Nur noch ein paar. Kann ich schneller laufen? Hudson. Verdammt. Alter, eine Krankenschwester. Keine Sorge, Mason. Die Technik spielt immer verrückt. Psst, hörst du das? Ich sehe nur überall Leichen. Oh, und die sehen doch alle so schön aus, die Frauen. Sie ist schwer verletzt. Boah. Und Dings ist natürlich abgehauen. Wir müssen hinter ihm her. Ich wusste, wir haben dem Penner zu viel Freiraum gegeben. Drinnen waren Schüsse zu hören. Hat ein anderes Team das Gebäude gesichert? Ich glaube nicht. Dann fordere es an! Ich will Gewissheit, bevor wir Luftunterstützung holen. Hilfe! Hilfe! Woher ist der gekommen? Da oben, auf dem Absatz. Ja, jetzt brauchst du Hilfe oder was? Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sagen, dass es okay ist. Fahr zur Hölle. Zur Hölle. Da waren wir schon. Ja, drauf schießen, schieß. Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Ach du Scheiße. Alter Falter. Blitze, Renner! Okay, der Kontrollpunkt ist da vorne. Gut, hoffentlich wird dieses Arschloch bald das Problem von jemand anderem. Ich bleibe jetzt so schön hinter dir. So sehr schieße ich dich. Versuch's doch mal abzuhauen. Mason! Hudson, wo zur Hölle warst du? Bist du beim Kontrollpunkt? Ambulanz. Hallo, Schwester. Ich habe eine Verhärtung weiter unten an mir. Hier entlang, Sir. Ist die wertvolle Fracht noch bei euch? Ja, aber wer zur Hölle ist Ziel Nexus? Was ist wichtiger als Ziel falscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason. Wirklich. Hat's ein Ende. Dich erschieße ich. Renn weg und ich erschieße dich. Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit, du bringst die Jungs sicher nach Hause. Wo ist es, Frank? So ist es einfach nicht. Die Befehlskette ist am Arsch. Ich bin ein Soldat. Ich kriege Befehle und erledige den Krieg. Mann, warum sind denn die Sequenzen immer so leise? Was ist in Position? Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes. Du und Norden und Westen haben klares Licht aufgenommen.
Verbindung. Warum hat der jetzt wieder eine Knarre? Alles bereit. Oh Gott, das sieht aus wie ein Fehler. Niemand darf erfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hudson, wer ist Ziel Nexus? Hudson! Er ist es, Watts. Ziel Nexus ist Raúl Menéndez. Hättest es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hurensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Beende es jetzt, Jetzt, Watts. Pust ihm die Rübe weg! Hä? Ich dachte, ich muss auf den Ballon. Hudson! Er ist es, Watts. Ziel Nexus ist Raúl Menéndez. Du hättest es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hurensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Beende es jetzt, Watts. Ach, ich hätte einfach nur einen Kopf schießen müssen? Ist das nicht scheißegal? Was glotzt du so überheblich? Oh Gott, das war ein Fehler bestimmt. Was zum Teufel ist da los? Das war er nicht. Oder? Was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Alter, ich hab doch keinen... What? Du Bastard! Alter! Menéndez! Scheiß die Wand an. Da dürfte doch nicht mehr viel Bein über sein. Darum sitzt er im Rollstuhl. Ganz fieste Beine weggeschottet. Dein Freund Alex Mason ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du warum? Er wollte David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Woods? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Woods, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... Leck mich. Tu es. Tu es! Alter. Alter Drecksau. Dein Leben wird ein einziger großer Verlust sein. Das eklig und brutal. Dann und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Ich werde dich nicht töten, Junge. Genau wie Woods leidest du mit mir. Eines Tages wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern. Voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust, bitte,
Komm zu mir. Dad! Nein! Dad! Alter Falter. Frank. Es war nicht deine Schuld. Dein Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben. So, Leute. Das war ja ziemlich sehr brutal und irgendwie doch sehr abartig. Und ja, mit den Worten mache ich Schluss für heute. Haut rein. Ahoi.